besitzt diese Firma die ganze Welt. BlackRock. Man sagt so schön, Geld regiert die Welt. Leider, eigentlich regiert Liebe die Welt. Doch wer regiert das Geld? Was macht BlackRock genau? Bis 1980 war die Realwirtschaft der Finanzwirtschaft um 2:1 überlegen. Heute sind die Summen in der Finanzwirtschaft rund 4-mal so groß wie die in der... Krass, siehste? Es ist wie ein Spiel. Mit unfassbaren Summen wird an der Börse gehandelt. Wenn BlackRock ein Land wäre, wäre er die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Keine andere Firma besitzt einen solchen Einblick in die globale Finanzwelt. Auch in Deutschland ist die Macht gewaltig zu spüren. BlackRock ist an fast allen DAX-Unternehmen beteiligt. Siehst du einfach und merkst du einfach, dass viele Politiker in der Tasche sind von Leuten, die deutlich mehr Geld haben und dadurch auch deutlich mehr Macht haben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Nur Liebe an jeden einzelnen Zuschauer auf YouTube. Und ich habe eben im Twitch-Chat schon gesagt, es ist eine so geile, liebende, einzigartige Community, die wir uns hier aufgebaut haben auf Twitch, aber auch auf YouTube. Deswegen geht auch Special Love an alle YouTube-Zuschauer hier an der Stelle raus, die immer unten die schönsten Sachen in die Kommentare unten reinschreiben. Also wir haben eine Community aufgebaut aus Liebe, wo keiner mehr gegen ankämpfen kann. Sobald einer kommt und versucht, negative Schwingungen und negative Vibes zu verbreiten, fühlt er sich selber unwohl und hört auf damit. Also Hater und negative Schwingungen gehen von alleine weg, prallen ab an der extremen Liebe, die wir hier verbreiten. Deswegen macht weiter so, schreibt was Schönes unten in die Kommentare rein, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wir gehen ins nächste Video rein und zwar heißt das Video, besitzt diese Firma die ganze Welt, BlackRock. Ich habe gestern im Stream schon gesagt, als wir uns das eine Video reingezogen haben, zum Thema Frankreich, dass Demonstrationen da sind und Leute in die BlackRock-Zentrale in Frankreich einmarschiert sind und da Randale gemacht haben, ob es nicht mal geil wäre, sich ein Video reinzuziehen über die Firma BlackRock. Und genau das machen wir jetzt heute. Wir ziehen uns ein Video rein über die Firma BlackRock. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Let's get it on. Wir sind da. Man sagt so schön, Geld regiert die Welt. Leider. Eigentlich regiert Liebe die Welt. Daran werden nur wenige etwas auszusetzen haben. Doch wer regiert das Geld? In der Finanzwelt. Oh shit, man, wir sind da. Seit Jahren etwas Besorgniserregendes. Ein Finanzkonzern, der Kontrolle über mehr Geld besitzt. Larry, der Maniac. Als man sich überhaupt vorstellen kann. BlackRock. Der Gründer wird oft als der mächtigste Mann der Welt bezeichnet. Dabei wissen die meisten nicht einmal, wer er ist. Also alle, die ein bisschen ansatzweise nur so in der Recherche drin sind, die kennen den Mann. Larry Fink. I don't like him, to be honest. BlackRock und Vanguard, das sind, glaube ich, die größten Vermögensverwaltungen worldwide. Und die kontrollieren quasi das meiste Geld auf der Welt. Der 1952 in Los Angeles geborene Lawrence Douglas Fink stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Mutter war Professorin in Englisch und sein Vater besaß ein Schuhgeschäft. Nach seinem MBA-Abschluss mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft fing er als Trader bei der Bank First Boston an der Wall Street an. Dort lernt er das Handwerk des Finanzgeschäfts, wenn man das überhaupt so nennen darf, denn er gilt als Miterfinder der Hypothekenpapiere. Krass. Diese trugen maßgeblich zur Finanzkrise 2008 bei. In der Führungsebene machte er eine falsche Zinsvorhersage, wodurch ein Verlust von 100 Millionen Dollar entstand. Dadurch nicht demotiviert, schlägt er einen neuen Weg ein. Zusammen mit Kollegen aus First Boston gründete er 1988 BlackRock. Zuerst war BlackRock eine interne Finanzmanagementgruppe von Blackstone Group unter dem Namen Blackstone Financial Management. Ende 1994 verwaltete die Firma schon 53 Milliarden US-Dollar. Im selben Jahr wurden sie von Blackstone für 240 Millionen US-Dollar verkauft und der Name BlackRock entstand. Was macht BlackRock genau? Vermögen verwalten, oder? Im realen Sektor geht es um reale Güter, die produziert, verkauft und konsumiert werden. In der Finanzwirtschaft dagegen spekuliert man, indem man Anteile an einem Unternehmen kauft oder verkauft. Der Handel besteht darin, dass der Wert der Aktie steigen oder sinken kann. Bis 1980 war die Realwirtschaft der Finanzwirtschaft um 2:1 überlegen. Heute sind die Summen in der Finanzwirtschaft rund 4-mal so groß wie die in der... Krass, siehste?
Realwirtschaft hat nichts mit der Realität zu tun und ist jetzt viermal so groß wie die Realwirtschaft. Heftig. Realwirtschaft. Schon an dieser Stelle sollte man sich Gedanken machen. Es ist wie ein Spiel. Mit unfassbaren Summen wird an der Börse gehandelt. Aktien oder andere Wertpapiere werden gekauft oder verkauft. Dabei gibt es institutionelle Anleger, die ein großes Gewicht haben und laut einigen Meinungen eine Gefährdung des Wettbewerbs darstellen. Denn sie verwalten nicht nur ihr eigenes Geld, sondern auch Fremdkapital, also das Geld der Kunden. Zum Beispiel Vermögensverwalter, Staatsfonds, Versicherungen, Kreditinstitute, Stiftungen etc. Sie entscheiden je nach Zweck, wo sie das Geld anlegen. Schon krass, was sie damit auch für eine Macht haben, ne? Wie viele verschiedene Unternehmen und Verwaltungen und Regierungen von BlackRock quasi verwaltet werden und die können die entscheiden, wo was rein investiert wird etc. Natürlich dann auch welche Preise, wo steigen welche Aktien und so, das ist schon krass, dass eine Firma so viel Einfluss hat. Ne? Ist ein solcher institutioneller Anleger, genauer gesagt ein Vermögensverwalter, noch genauer gesagt der größte der Welt. Der Name scheint passend und klingt wie eine Ansage. Zu Recht. BlackRock verwaltet heute mehr als 8,6 Billionen US-Dollar. Das sind 8.600 Milliarden. Vor rund einem Jahr waren es rund 10 Billionen. Niemand auf der Welt besitzt so viel Kapital. Wenn BlackRock ein Land wäre, wäre er die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber man muss sagen, die besitzen das Geld nicht, ne? Die verwalten das Geld ja nur quasi. Besitz ist ja was anderes. Er hat besitzen gesagt. Aber die drittgrößte, also die verwalten das Geld, was so viel wert ist, und sie wären damit quasi die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Rund um die Erde zieht der Gigant Geld an, um es gewinnbringend anzulegen. Die Kundschaft besteht aus Zentralbanken, Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen und superreichen Privatanlegern. Keine andere Firma besitzt einen solchen Einblick in die globale Finanzwelt. BlackRock ist zudem Großaktionär bei tausenden Unternehmen. Es gibt kaum ein Unternehmen, in das nicht investiert wird. 2015 waren sie zum Beispiel die haben ihre Finger überall, die Jungs. Größter Einzelaktionär bei Apple, Bank of America, Citibank, Nestle oder McDonald's. Auch in Deutschland ist die Macht gewaltig zu spüren. BlackRock ist an fast allen DAX-Unternehmen beteiligt. Bei einem großen Teil sogar als größter Anteilseigner. Bei fast allen DAX-Unternehmen. Crazy. Ein Zeichen für die Macht zeigen die Briefe an die CEOs aller Unternehmen, an denen er Anteile besitzt. In den letzten Briefen waren der Klimawandel oder die Corona-Pandemie Thema. Trotz dieser ganzen Fakten stellt BlackRock ein ziemlich stilles Wasser dar. In der Öffentlichkeit wird die Macht gerne heruntergespielt. Larry Finks Privatvermögen beträgt laut Forbes nur 1 Milliarde. Seine Machtposition ist weitaus größer als diese nackte Zahl. Insider behaupten, er sei mächtiger als der amerikanische Präsident. Solche in der Öffentlichkeit genannt. Das ist krass, Digga. But money rules the world, bro. Kannst du mir sagen, was du willst? Da kannst du Präsident sein, wie du willst. Aber die Unternehmen mit dem meisten Geld und die die Geldströme kontrollieren quasi, sind die, die auch am meisten entscheiden. So. Das merkst du ja auch in vielen Situationen, dass oft die Entscheidungen getroffen, also das siehst du einfach und merkst du einfach, dass viele Politiker in der Tasche sind von Leuten, die deutlich mehr Geld haben und dadurch auch deutlich mehr Macht haben. Zahlen sind immer mit größter Vorsicht zu genießen. Ist dir das alles noch nicht verrückt genug? Der ist noch nicht crazy genug, hau rein. Der ganze Reichtum wird quasi von einem Roboter kontrolliert. Wir kommen zur möglicherweise mächtigsten Software der Welt. Oh shit. KI, wa? Künstliche Intelligenz, bro. Die Software Aladdin ist seit 1988 entwickelt und analysiert mithilfe von künstlicher Intelligenz Risiken, um über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu entscheiden. Es hilft BlackRock dabei, die immensen Geldsummen zu verwalten. Das System läuft auf vielen einfach Aladdin, Bro. Sind Großrechnen. Dabei kauft oder verkauft das Programm selbst nicht. Es gibt nur Vorhersagen aus, die auf Basis von einer ausgiebigen Analyse entstehen. Diese Vorhersagen werden verkauft.
Doch welche Informationen sind bei der Analyse von Bedeutung? Eine neue Technologie wird entwickelt. Hat es nicht schon mal jemand gehackt oder so? Muss doch möglich sein. Janusz, lass mal connecten mit den miesen Hackern aus Russland und lass mal das Ding angreifen. Oh shit, jetzt wird Stream gleich offline genommen. Sowas dürfen wir nicht zu laut sagen, meine lieben Freunde. Ein neues Gesetz wird geschrieben. Eine Naturkatastrophe. Alles könnte Einfluss haben. Daher wird das System mit riesigen historischen Daten gefüttert. Wetter, Aktienkurse, Wechselkurse, Ölpreise, Gesetze, politische Entscheidungen, alles was von Belang sein könnte. Diese ganzen Parameter werden betrachtet und eine Vorhersage entsteht. Man spricht von 200 Millionen Kalkulationen pro Woche. Krank. Stellt euch diese unfassbare Leistungsfähigkeit nur vor. Wie genau die Computer auf die Ergebnisse kommen, ist für die Manager gar nicht mehr nachvollziehbar. In Zukunft sollen noch mehr Parameter betrachtet werden. Social Media Aktivitäten, Aufnahmen von Überwachungskameras, Internetsuchgriffe, sofern Datensammler wie Facebook, Apple etc. kooperieren. Klar kooperieren die, BlackRock kontrolliert doch deren Money wahrscheinlich auch. Wie lange kann diese Entwicklung aber gut gehen? Erwartet uns erneut eine Krise? Zumindest bringt diese Entwicklung... Wenn, dann weiß Aladdin wahrscheinlich deutlich weit vorher schon Bescheid und dann wird damit auch nochmal Fett Money gemacht mit dieser Krise dann, die kommt. Ein Risiko für das System mit. BlackRock wird immer größer und beeinflusst immer mehr Investments. Die Prognosen von Aladdin könnten sich irgendwann selbst erfüllen. Denn die Prognosen beeinflussen das Verhalten der Akteure und könnten die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Szenarien erhöhen. Das ist krass. Irgendwann steuert nur noch das Programm alles, was passiert, dann quasi auch in der Zukunft. Denn ob ein Kurs fällt oder steigt, hängt vom Kaufverhalten der Akteure ab. Klar, und wenn das Programm das prognostiziert und die Leute dann dementsprechend handeln, dann wird das nämlich auch eintreten. Wird also vorhergesagt, dass eine Aktie fällt, wollen andere Akteure die Verluste minimieren und verkaufen die Aktie. Die Aktie fällt tatsächlich, auch wenn vielleicht ursprünglich die Vorhersage von Aladdin falsch war. Ja, genau das meinte ich auch. Zahlreiche Finanzministerien und Banken, darunter die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bank, arbeiten seit der Finanzkrise mit BlackRock zusammen. Babylon. BlackRock selbst ist keine Bank, verwaltet aber mehr Geld als die Banken, unterliegt aber nicht der Bankregulierung. Darüber hinaus kann sie nicht Geld von den Zentralbanken ausleihen oder selbst Geld schöpfen, wie man so schön sagt. Sie kann also kein Buchgeld schaffen. Eine solche Organisation bezeichnet man auch als Schattenbank. Shadowbanking, ja? Es gibt wohl kaum Menschen mehr, die davor bewahrt bleiben, etwas zu tun, wo BlackRock seine Anteile hat. Das ist unglaublich, aber wahr, weil es kaum ein Unternehmen gibt, an dem BlackRock nicht irgendwie beteiligt ist. Die haben sich wie ein Virus, haben die sich ganz tief in diese ganze Finanzgeschichte rein gearbeitet, so, dass sie überall irgendwo einen Finger drin haben. Und das ist halt eine sehr krasse Position, wenn du in dieser Position bist, weil dadurch kannst du natürlich auch sehr viel beeinflussen, wenn du alles, was mit Finanzen und Wertschöpfung zu tun hat, irgendwie irgendwo deine Finger mit drin hast, so, dann hast du einen riesen Einfluss. BMW, Mercedes, Adidas, ProSieben, an den Energiekonzernen E.ON und RWE, an der Lufthansa, Telekom, Bayer, an der Deutschen Bank und Jans, am deutschen Software-Riesen SAP oder am Nivea-Hersteller Beiersdorf. Selbst an den Wohnungen, in denen viele Menschen in Deutschland leben, ist BlackRock beteiligt. Erinnert ihr euch noch an nichts besitzen, aber glücklich sein? Warum muss der Typ, der das World Economic Forum leitet, ein Deutscher sein, Bro? Warum? Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Ajo, Klaus. Nee, ist klar. Wieso ist so etwas überhaupt möglich? Das Geschäftsmodell ist typisch kapitalistisch. Das Vermögen der Kunden soll vermehrt werden. BlackRock ist vielleicht wie ein Virus, der sich verbreitet in einem kapitalistischen System, das scheinbar gehackt werden kann. Meine Worte.
Dem Virus darf sein Handeln nicht vorgeworfen werden. Es liegt in seiner Natur. Der große schwarze Berg ist somit der Kapitalismus. Der große schwarze Berg, wa? Sehr, sehr interessantes Video, Freunde, oder? Was sagt ihr? Mal ein bisschen in die BlackRock-Recherche reingegangen an der Stelle, ja? Sehr stark. Grüße gehen raus an Interessante Welt. Danke für dieses Video. Hat Spaß gemacht, reinzuziehen. Auf jeden Fall interessant. Man hat einige neue Sachen gelernt. Miese Recherche.